Herzlich willkommen an Bord, ich bin's wieder, euer Active Pilot HD. Dieses Mal mit einem neuen Video der Serie Flight School. Und wir werden ein Startup durchführen, und zwar mit einer Boeing 737-800, und zwar von Turkish Airlines. Und ja, wir befinden uns in Friedrichshafen, eigentlich wie immer. Ja. Und damit gehen wir einfach mal ins Cockpit hinein. So. Was machen wir nun als erstes, wenn wir uns hier auf unseren Sitz platzieren? Als erstes wird die Batterie gestartet. Die befindet sich hier über eurem Kopf. Ich kann es auch noch mal besser zeigen. Hier. So, hier unten drückt ihr dann on. Man hört, wie alles angeht. So. Okay. Das passt. Als nächstes werden wir die hintere linke Fuel Pump aktivieren. Also die Treibstoffpumpe. Das wäre die hier. So. Und gehen nun zur APU, das ist die Auxiliary Power Unit, und drücken hier auf Start. Dann gucken wir hier auf die Hitze. Die APU hat nämlich jetzt gestartet, und dann sehen wir jetzt, wie warm die wird. Eigentlich sollte sie jetzt starten. Man hört draußen genau, wie was hochfährt. Die APU ist übrigens, zu eurer Information, hier hinten drin. Das ist, jetzt man hört, wie sie hochfährt, ist dieses kleine Triebwerk da hinten drin. Wir gucken nochmal da rein. Okay, jetzt fährt sie hoch. Und sobald sie sich senkt, die sollte jetzt ungefähr auf 5 oder 4 runter, vielleicht sogar weniger. Ja, gut, kurz unter 4. So, jetzt ist hier oben ein Licht angegangen. Ihr seht das. Hier, der APU Generator auf dem Bus. Der wird jetzt auf On geschaltet. So. Man hört, wie es Bing macht und dann es angeht. Dann als nächstes müssen wir die APU Bleeds, also die Kühlung der APU, einschalten. Das wäre hier. Die sind schon an. Zu unserem Glück. So, okay, da sind wir wieder hier. Als nächstes müssen wir die Emergency Lights auf, die lassen wir auf Armed, also so einfach den Knopf runter. Okay, und jetzt gehen die Window Heaters an. Das sind hier oben diese Schalter hier, da machen wir einfach alle 4 auf On. Das suchen wir dann. So. Resuck Fan, die befinden sich hier, die müssen wir beide auf On schalten, beziehungsweise hier auf Auto. Isolation Valve wird auf Open, beziehungsweise nein, auf Auto, Entschuldigung, Auto. So, jetzt sehen wir hier die Duct Press, also den Druck für die ganzen Lüftungen. So. Packs werden jetzt auf On, beziehungsweise hier auf Auto geschaltet. So. Es wird immer lauter, weil die Klimaanlage angeht. So, jetzt ganz ruhig. Okay. Dann werden jetzt die Hydraulikpumpen aktiviert, sodass die mittleren jetzt Low Pressure weg sein müsste. Stimmt auch. Übrigens hier unten, das hier bedeutet Forward Entry, das heißt, dass unsere Cockpit-Tür vorne offen ist. Hat jetzt aber nichts zu bedeuten, weil das ja jetzt noch okay ist, wenn sie offen ist. Okay, dann wären wir hier soweit durch. Cockpit, also das Cockpit. So, jetzt müssen wir den Sprit bestellt haben. Das fällt jetzt mal weg, weil Sprit haben wir in dem Standard Ladezustand nicht drin. Genug für ein Startup, und dann gehen wir jetzt, die Checklist wird jetzt kommen, Fuel Check Loaded und Payload Check on Board, hier wir jetzt an Bord. Jetzt,
Thema Lichter. Cockpit und Power Panel. Jetzt müssen die Position Lights, die sind hier, die müssen auf Steady. Sind sie schon? Okay. Also in der Mitte wären sie aus, oben wäre Stroke. Also wollen wir nicht, wir wollen nur auf Steady, das heißt, der Schalter hier kommt nach unten. So. Dann Logo Lights, es needed, ob wir jetzt kaufen oder nicht. Es ist jetzt heller Tag, das heißt, den lassen wir jetzt mal aus. Also die wären hier, Logo. So, Cabin Lights, die müssten wir einschalten. Wo sind die Cabin Lights? Brauchen wir jetzt aber auch nicht, weil jetzt die Kabine eigentlich beleuchtet sein müsste. Ich muss gerade überlegen. Okay. So. Seatbelts on. Das sind hier die Anschnallzeichen. Die seht ihr hier in der Mitte. Beide auf on, nicht auf Auto. Ja, jetzt. Entschuldigung. So, jetzt kommt das Navigationssystem, IRS genannt. Das wird jetzt auf Navigation gestellt. Also zweimal drehen. On DC, das heißt, ich bin jetzt unter Strom. Das ist vorne für die Antenne und jetzt steht er allein. Das heißt, es wird jetzt initialisiert quasi. Der sucht jetzt die Position vom Flugzeug. FMC Set. Das bedeutet jetzt so viel wie, dass man hier den Flugplan eingegeben hat in einem Flight Management Computer. Haben wir jetzt auch nicht gegeben. Übrigens, man kann hier so schön bei der Boeing den Steuerknüppel runterdrücken, sodass dann alles besser erreichbar ist. Und ja. Okay. Stabilizer Trim. Haben wir Set. Das wäre der hier, Step Trim genannt. Da sind wir jetzt kurz über 5 Grad. Das sind unter 5 Grad, Entschuldigung, das sind 4 Grad jetzt. Also noch im grünen Take-Off-Bereich, das ist okay. Jetzt kommen die Radios, die bei uns schon eingeschaltet sind. Das ist super. Radio 1, Radio 2. Jetzt müssen wir auf Frequenz gehen. Das kann ich mal eben machen. 1, 2, 1. 7. So, jetzt sind wir auf dem Flüchtlingshafen in der Natur, beziehungsweise in der Bodenkontrolle. Okay. Flight Deck Doors. Das wäre diese Tür hier. Die ist geschlossen. Gear Pin in Cockpit. So, das heißt, wir könnten jetzt beim Zurückdrücken durch einen Schlepper, könnten wir jetzt selbst steuern mit dem Gear Pin im Cockpit. Wir schließen noch mal eben hier die Tür. So. Da sind wir wieder drin. Okay, ich muss gerade noch die Position eingeben. Position Minutes. Zack. Und jetzt habt ihr gesehen, da hat sich jetzt hier was getan auf dem Display. Das heißt, jetzt ist das Navigationssystem drin. Gut, dann kommen wir zum nächsten, der Transponder-Code. Das ist der kleine Code, der sich da hinten drin befindet. Seht ihr das? Na, ja. Da habe ich jetzt 1200, das wäre in Amerika jetzt die VFR-Frequenz, also Sichtflugfrequenz. Ist jetzt aber nicht das Wichtigste, weil wir jetzt ja nicht fliegen wollen. Normalerweise würde uns der Tower den Transponder sagen. Das ist nämlich den Code, den er auf dem Radar sieht, wenn er uns auf dem Schirm hat. Okay, Speed Set. Okay, da hätten wir jetzt die Geschwindigkeit, mit der wir abheben. Okay, haben wir auch nicht. Heading Takeoff Runway. Ja, dann gehen wir jetzt zum Autopiloten und wenn wir jetzt zum Beispiel 2.4 starten würden, also die Piste 2.4, dann hätten wir jetzt 240 Grad einzusetzen. Das heißt, dann wäre die Piste hier auf dem gestrichelten. Das ist wichtig für den Start dann später. Also nicht wirklich wichtig, aber notfalls kann man dann den Start dann kurz halten. Initial Altitude, das wäre dann die Höhe,
mehr, die wir jetzt haben auf dem Flugplatz. Das hier sind hier 1380 Fuß. Genau. Und Cruise Altitude müssen wir jetzt alles setzen. Wir müssen jetzt also quasi alle Höhen eingeben. Okay, die Landehöhe jetzt. Okay, es wird interessant. Wir machen den Flight Director an und zwar auf beiden Seiten. Seht ihr dann später, dass hier zwei kleine, so ein kleines pinkes Kreuz in der Mitte erscheinen wird. Und genau. Altimeter Set, das heißt, dass wir jetzt auf Höhe sind über Meer. Dann gehen wir zum nächsten und zwar Anti-Collision Lights. Die sind natürlich wichtig. Die haben wir hier on. Und jetzt wird es noch interessanter, weil wir jetzt die Treibstoffpumpen alle einschalten. Die Center Pons sind jetzt nicht so das Wichtige, aber ich schalte jetzt trotzdem mal ein, weil das ist ja nie. Virtuelles Cockpit. Und elektrische, hydraulische Pumpen. Die werden jetzt auch eingeschaltet. Haben wir sogar schon, das sind die hier. Die haben wir nicht vorher gemacht. Ja. Und Parking Brake wird jetzt angemacht, weil die jetzt nämlich gleich unsere Wheelchocks, das heißt unsere Bremsklötze, rausbekommen. Dafür wird die Parkbremse gezogen. Okay, so, Mauer. Okay. Und Auto-Throttle muss geahmt werden. Entschuldigung, ich zeige es euch nochmal. Den haben wir da drin. Da, so dass das Licht hier oben an ist. Da lässt sich dann quasi das nicht so bewegen. Da wird nämlich der Schub automatisch geregelt. Okay. So, jetzt hätten wir, müssen wir die Freigabe zum Startup, also zum Start, bekommen. Haben wir jetzt bekommen, sagen wir mal so. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Reihenfolge, die solltet ihr euch merken. Und zwar fangen an, und zwar wir müssen die Klimaanlagen beide ausschalten. Die Recirc Fans auch. Heißt, jetzt wird es gleich wieder leise. So. Jetzt fangen wir an mit Triebwerk Nummer 2, und zwar auf Ground, sprich Grund. Und jetzt gehe ich kurz ins virtuelle Cockpit. Ihr habt natürlich den Schalter gemerkt, wo der ist. Und jetzt wird die Ignition rechts beim Triebwerk Nummer 2 eingespritzt und dann einfach den Schalter hier hoch. Das ist dann die Treibstoffversorgung. Und jetzt hören wir schon, dass da was hochgeht. So, bei 25%. Das heißt, das haben wir dann da gleich. Man sieht es hier, dass er schon anfängt sich zu drehen. So, jetzt ist es gleich da. 15, 16, 17, 18, 19 und da wären wir, wenn wir so zu hören da sind. Okay. Gut. Das gleiche machen wir jetzt, nachdem wir das stabilisiert haben. Jetzt ist es nämlich stabil. Gehen wir das Ganze bei der Nummer 1 machen. Ground und dann einfach zweimal kippen. So, jetzt zielt hier das gleiche. Nur ist es jetzt in Wirklichkeit so, dass die Piloten jetzt hier den Schalter hier den Treibstoff erst hochschalten, wenn es über 25% ist. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Ist es eigentlich egal, die Triebwerke fahren so oder so, aber korrekt wäre es, wenn man das dann so macht. Dann können wir jetzt hier hoch. Jetzt geht er hoch.
sehen. Okay, sehen wir hier, alles orange ist weg. Engine 1 ist stabilized. So, dann gehen wir jetzt auf die Einspritzung auf beide. Jetzt sind es beide, wie man sieht. Jetzt können wir... Der Kerl da unten würde jetzt hier unsere Rückbremsklötze wegnehmen. Das heißt, wir gucken nochmal raus. Rückbremsklötze sind weg, weil ich nicht laufen. Okay, das ist schon super. Aber es geht weiter. Jetzt gehen wir nämlich an die ganz wichtigen Flight Controls. Jetzt. So. Jetzt. Erstmal das Querruder bewegen, nämlich full left. Neutral. Full right. Neutral. Full up. Neutral. Full down. Neutral. Und das Seitenruder, full left, neutral, full right, neutral. So, das ist super. Das ist, um zu gucken, ob da auch nichts klemmt oder so. Das passt. So, jetzt, wir laufen immer noch mit der APU. Das heißt, wir müssen jetzt die Generatoren für Triebwerk 1, Triebwerk 2 einschalten. Dadurch wird der Strom automatisch von der APU weggenommen. Das heißt, dass der Strom komplett und die Klimaanlage und alles jetzt über die zwei Haupttriebwerke läuft. Wodurch wir jetzt das Ganze da hinten wieder einschalten können, nämlich die Klimaanlage. Dadurch gehen wir jetzt auf X-Auto. So. Und Recycle Fans. APU bleed. Jetzt die APU brauchen wir nicht mehr, weil die Triebwerke jetzt laufen. Das ist ein Hilfstriebwerk. Duct first geht sofort runter. So, der APU-Generator muss ausgeschaltet werden. Dadurch, der ist jetzt schon aus. Und die APU selbst auch. Das heißt, jetzt sind hier drin unter Bustrand alle APU-Generatoren aus und alles läuft über die zwei Triebwerke. Das heißt, die APU läuft jetzt auch nicht mehr. Drin im Heck. Engine Start Switches, die sollten jetzt auf Continuous da drauf stehen sie schon. Jetzt stehen sie auf Continuous, ja. Okay. Und damit lower die checked, okay, das heißt jetzt können wir... Okay, er sagt jetzt nach Checkliste sollte man jetzt hier unten ausschalten, das heißt, dann gehen wir hier auf Normal. Das heißt, Normal ist dann off. Genau, man kann hier damit auch verschiedene Sachen einschalten. Okay. Auto Brake, das sind die automatischen Bremsen auf RTO. Auto Brake Disarm und ja, das ist alles gut. Jetzt kommen die Taxilichter an. Wenn man will, kann man nachts noch die Runway-Turn-Off-Lichter einschalten. Das sind die Lichter, die man dann hier aus dem Fensterchen sieht, wenn man sich dreht. Ja, wir machen sie an. Dann Flaps. Dann hätten wir jetzt vorher hier die Flaps eingeben müssen. Das machen wir jetzt gerade. Index, Take-Off und dann Flaps gehen wir auf 5 Grad. Das heißt, am besten wir zum Co-Piloten und der setzt uns jetzt die Klappen. Eine Raste, zwei Rasten, drei Rasten. Dann sehen wir jetzt die Klappen. Das orange Licht sagt uns, dass sie gerade dran sitzen, also dass sie unterwegs sind. Jetzt sind die ausgefahren, wir können mal gucken. Flaps. Und wir können jetzt wieder den Flügel hochholen. Ja. Okay. Flaps set. Okay. Checked. Und jetzt könnten wir das Anti-Ice-System einschalten. Brauchen wir aber nicht, weil es recht warm ist, wie man am Wetter her sieht. Propeat on. Das ist das, vielleicht ist es euch aufgefallen, dass da oben vorher ganz orange war. Das ist das hier. Da freut sich das Licht, weil es jetzt nicht ausgehen darf. Und
Visual Flow passt alles. Blablabla. Strobe Lights haben wir alle an. Ah, genau, haben wir noch nicht an. Das war das Licht von vorher. Position, Stroke and Steady. Dann gehen wir jetzt auf die obere Raste. Stroke and Steady. So, das ist das schöne Blinklicht. Genau, um euch zu wissen. Ja. Und damit ist unser Flugzeug eigentlich auch schon bereit, wie wir hier sind. Wir sind soweit ready. Das heißt, wir können jetzt zurückrollen und dann starten zu unserem Flug, dementsprechend hier in die Türkei. Aber das wollen wir jetzt nicht machen, es geht hier um den Startup. Es ist jetzt ein recht langes Video mit knapp 21,5 Minuten. Allerdings hoffe ich, dass ich euch dadurch den Startup etwas näher bringen können, damit ihr jetzt auch Bescheid wisst. Es werden noch mehr Videos folgen vom Flugablauf, in sich wahrscheinlich auch, wo ich da noch ein bisschen gucken muss, weil das mit Boeing natürlich etwas komplizierter ist als beim Airbus, denn Airbus ist ein Kinderspielzeug dagegen. Ansonsten, ja, wie gesagt, hoffe ich das. Vergesst bitte nicht, abonnieren, einen Daumen hoch und Video teilen und natürlich das Like dieses Videos und anderen. Und euch, wie gesagt, nicht wie gesagt, sondern guckt euch einfach die anderen Videos von mir an. Guckt ihr mal, ob sie euch gefallen oder nicht. So viel gelabert. Also, liebe Leute, an alle Piloten, Happy Landings. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.